Willkommen zurück bei Let's Play Uncharted 3. Wir nähern uns dem Finale des Spiels. Unglaublich. So kriegen sie das Wasser an die Oberfläche. Oh, Himmel. Sieh mal die Decke hier. Es überrascht mich, dass nicht längst alles eingestürzt ist. Keine Ahnung, wieso das alles noch steht. Ja. Weiß ich allerdings auch nicht. Aber gut. Wohin sollen wir? Wohin müssen wir? Da glitzert was. Wow, that was way too close. Einen komischen, ja, Anhänger. Ich nenne es mal Anhänger. Komm bitte her, Sully. Hilf mir mit der Tür. Okay, da geht's. Okay. Das sind aber normale Gegner, sehe ich das richtig? Also keine Rauchgegner, sondern normale Gegner. Ich nenne sie jetzt einfach Rauchgegner, ich weiß nicht, wie ich sie sonst nennen soll. Waffen wechseln, damit wir wieder mehr Muni haben. Ich hätte gerne tatsächlich die Pistole, die könnte mir nachher noch gute Dienste leisten. Mit dem Skill habe ich es gerade nicht so. Okay, sehr schön. Dann haben wir jetzt noch mehr Munition mit der kleinen Pistole. Sehr nützlich. Okay, alles sicher. Hier runter. Interessant, wie schnell du sagst, dass alles sicher ist. Verdammt, Sully, noch mehr Besuch. Natürlich. Ich treffe den scheiß Kopf nicht. Da war aber noch einer. Au! Okay, bevor ich rausgehe, möchte ich bitte wieder volles Leben haben. Also das heißt volles Leben. Volles Leben ist, also mich erholen. Unnötig viele Schüsse verbraucht. Mehr als er mir zurückgegeben hat, verdammt. Wo war der Granatenwerfer? Nochmal die Frage, wo war der Granatenwerfer? Das ist ein Raketenwerfer. Okay, das ist, ja. Pass auf, so sehe ich das genauso. Jetzt kann ich erzählen, dass ich nicht treffe. Dankeschön. Okay.
Oh, der zielt nicht auf mich, trifft mich aber. Das ist natürlich einer meiner Favoriten. Sie sitzen in der Falle. Einer meiner absoluten Favoriten. Stirb. Könntest du aufhören, dich so anzustellen, Nate? Dankeschön. Eben hatte ich noch eine grüne Mütze auf, by the way. Sag mal. Das Gefühl verarscht mich. Rauslaufen, muss gleich wieder zurück, weil dann kommt da oben nämlich was. Ne, nicht da oben, hier unten sogar. Oh, viel besser. Okay, ich sehe gerade niemanden mehr. Schön, sehr schön. Jetzt hier rein, scheinbar nein. Oh, oh, oh. Hey. Ach so, da hoch. Glaube ich. Eine Kiste. Tauchen? Naja, die gehen auf jeden Fall ins Wasser. Hey. Aha, schön. Das behalte ich. Das sollen wir aber jetzt nicht anziehen, sondern wir sollen genau was tun? In die nächste Tür. Sally, hilf mir mal. Wir müssen hier durch. Gut, dass du das weißt. Wir müssen hier durch. Und Gegner. Aber wo ist meine Pistole hin? Meine Pistole ist weg. Ja. Da ist die Hauptzisterne. Da werden sie wohl sein. Nein. Bist du bereit? Oh ja. Diese Brücke haben sie überquert. Dorthin müssen sie sein. Jetzt gleich kommen sie von allen Seiten. Also auch von hinten. Das ist das, was mich... verstecke ich mich jetzt also hinter dem Wagen her. Also sorry, hier sollten eigentlich ganz viele Gegner sein. Okay, erst eine Cutscene, dann die Gegner. Vorsicht! Sanft hochziehen. Soll das ein Witz sein? Wir müssen das Ding ausschalten. Eine Idee? Naja, die sind eine Überzahl, Junge. Wir trennen uns und flankieren sie. Ja, das könnte klappen. Einfach reinballern. Wo ist Marlow? Verdammt, wo ist er? Sally! Sally!
Sag mir, dass du kein Wasser geschluckt hast. Ich glaube nicht. Okay. Verdammt. Genau deshalb gehen wir immer leer aus. Los, wir müssen weg. Stürzt gleich alles ein. Gern Dollar. Immer wenn du das sagst. Haltet sie vom Marlow fern. Sofort nach Haus. Was soll das denn? Wissen die nicht, dass wir begraben werden? Etwas sagt mir, das kümmert sich. Aber ganz bestimmt. Verdammt. Ja. Nein. Herrlich. Ihr stürzt gleich alles ein. Immer wenn du das sagst. Haltet sie vom Marlow fern. Das ist gerade ein, schon wieder, minimal lächerlich. Von gut inszeniert bis hin zu komplett beschissen. Stürzt gleich alles ein. Haltet sie vom Marlow fern. Sofort alle raus. Was soll das denn? Wissen die nicht, dass wir begraben werden? Etwas sagt mir, das kümmert sie nicht. Aber ganz bestimmt. Fuck. Komm, ein Gott, die Stadt stürzt ein. Wir müssen hier raus. Boah. Also entweder ist es so gedacht, dass ich hier einfach durch werde. Das ist halt fast schon, ich glaube. Haltet sie vom Marlow fern! Sofort alle raus! Was soll das denn? Wissen die nicht, dass wir begraben werden? Etwas sagt mir, das kümmert sie nicht. Aber ganz bestimmt. Oh mein Gott, die Stadt stürzt ein! Wir müssen hier raus! Wir müssen einen Ausweg finden. Schnell. Achso, wir müssen einen schnellen Ausweg finden. Alles klar. Zurück! Ich glaube, ich hab's. Boah, ich hab's geschafft. Nevermind. Ist noch nicht ganz geschafft. Lauf weiter! Hier lang! Wir müssen hier raus! Komm, ich brauche Hilfe! Sally? Soll ich mich verarschen? Dankeschön. Könnten wir bitte los, Sally? Dankeschön. Übrigens im Brandfall und ich glaube auch im Zerfallfall sollte man keine Aufzüge benutzen, oder was? Mehr, runter! Komm schon, verarsch mich nicht. Okay, ich darf so nicht zählen. Soll ich? Der erklärt mir jetzt, wie man zoomt. Das finde ich eigentlich ganz gut. Muss ich hier hoch? Warum hier hinauf? Warum wollen wir dann? Kommen wir hier raus? Warum? Die Zahnräder. Sally, wir müssen damit nach oben, okay? Okay, ich weiß gerade nicht genau, warum er hoch will und nicht runter. Ja, wir stürzen alles ein! Genau das, was ich brauche. Aber wir folgen einfach mal den Typen. Hier hoch. Pass auf! Also irgendwer oder irgendwas schießt auf mich. Ich glaube, es ist da unten. Uncool. Dankeschön.
Tschüss. Wo ist eigentlich Sully? Ich habe keine Ahnung. Hier kommen wir raus. Gut, dass du weißt, dass wir hier rauskommen. Ich wäre mir doch nicht so sicher. Achso, das doch. Sie, Drake. Ich behaupte, er hätte es nicht versucht. Lauf! Jo! Beeil dich! Sully, wir müssen hier raus! Hier stürzt gerade alles ein! Drei verschissene Patronen! Wie zum Geier hast du das mit drei Patronen geschafft? Heilige Scheiße! Lauf! Ach du Scheiße! Das erinnert mich an die Brücke von Uncharted 2, also vom Ende von Uncharted 2. Holy Goldie. Das ist am Ende immer alles zerstört werden muss, ne? Die schöne Stadt! Wo ist eigentlich Salim? Da hat es irgendwie nicht bis hierher geschafft, ne? Wir müssen noch höher! Wir sind fast raus! Lauf! Eieieiei. Was ist bei dir fast da? Fast im Tod? Ja, da sind wir fast. Er hat's doch versucht. Malo, du Opfer. Ich hab 3 gedrückt. Ich hab wieder 3 gedrückt. Komm schon. Okay. Malo, wir haben es verstanden. Stirb einfach mit ihr. Stirb einfach mit ihr. Wow. Ich habe 3 gedrückt. Witzigerweise wiederholen sich die Moves irgendwie. Minimal. Wir kriegen im immer so einen fetten Kinnhaken. Trotzdem will er irgendwie nicht verrecken. Ich muss nichts drücken. Oh, jetzt muss ich was drücken. Sorry. Danke. Man geht halt nicht mit dem Messer zu einer Schießerei. Ich will mal wieder hochklettern, bitte. Ach so, noch tiefer. Ich hab sie gerade ins Gesicht geschossen.
Danke, Junge. Na los, komm hier hoch. Und nochmal laufen. Tja, das musste auch nochmal passieren. Ansonsten wäre das ja kein würdiger Abschluss gewesen. Lauf, Salim! Was ist denn los? Wir schaffen es nicht! Salim! Schnell! Steigt auf! Na los! Ja! Ja! So viel zum grenzenlosen Reichtum, was? Tja. Ist nicht viel, oder? Ist genug. Ja. Warte mal kurz, Nate. Alles klar? Ja. Ja, ich wollte dir eigentlich nur etwas sagen. Okay. Was gibt's? Also meine Kindheit war mies. Mein Vater eine Niete. Mit 40 war mir klar, dass ich nie einen Sohn haben würde. Ach, ich wollte nie einen. Was weiß ich denn über Kindererziehung? Dann bist du in mein Leben geplatzt. Hey, du musst jetzt nicht... Nein, hör zu. Ich muss. Ich habe viele Fehler gemacht, Junge. Viele. Und, tja, ich bin nicht perfekt. Machst du mir einen Antrag, Sully? Ich meine, ich mag dich. Stopp. Spiel einmal nicht den Klugscheißer. Wie lange trägst du den schon mit dir rum? Zu lang. Ich dachte, er wäre weg. Die Sache ist die. Wir können uns unser Leben leider nicht aussuchen. Echte Größe ist es. Das Beste aus dem zu machen, was man hat. Hey. Hi. Hast du was vor? Vielleicht? Das tut mir echt leid mit dem Ring. Na, ist okay. Dafür habe ich was Besseres. Lass uns verschwinden, ja? Ja. Los, hier lang. Aber... Na komm schon. Vertrau mir. Was hast du vor? Ist nicht dein Ernst. Es ist nicht so schön wie das, das ihr zwei vor 4 Jahren demoliert habt, aber... Na los. Mal sehen, ob ich noch weiß, wie man so ein Ding fliegt. Es sind aber auch Fallschirme drin, oder? 3? Oh, mehr oder weniger. Das war's. It's the end? Ja, it's the end.
das war's mit Uncharted 3. Okay, ich werde meine Meinung nun kundtun. Ich glaube, ich war sehr, sehr lange schon nicht mehr so zwiegespalten, was ein Spiel betrifft. Dieses Spiel strotzt vor genialen Inszenierungen. Also ich meine, das sinkende Schiff, das Ende mit der riesigen Stadt, der Flugzeugabsturz, der Sturz aus dem Flugzeug, die Canyon-Aktion von wegen mit dem Pferd hinter den Dingern hinterherreiten. Das Spiel strotzt vor genialen Inszenierungen und genialem Teilen. Gute Story, nette Musik, das sind alles positive Fakte. Aber, aber, und zwar mit dem R, Arber, Arber, das Gameplay. Schlimmer hätte es nicht sein können. Wenn man Uncharted 1, 2 und 3 so in einem Bezug zueinander sieht, habe ich das Gefühl, im dritten Teil nehmen die Rätsel unglaublich ab. Also die Rätsel nehmen meines Erachtens nach unglaublich ab. Und vielleicht habe ich mir das auch nur, vielleicht vor allen Dingen jetzt in der letzten Hälfte. Da waren quasi keine Rätsel mehr. Am Anfang, wenn ich jetzt so zurückdenke auf Uncharted 3, muss ich sagen, am Anfang doch. Da waren ein paar Rätsel, ich erinnere mich schon. Aber jetzt hier vor allen Dingen am Ende, beziehungsweise die zweite mittlere Hälfte ist falsch. Die zweite Mitte war einfach nur noch, man rennt in ein Gebiet und tötet alle Leute. Man rennt in ein Gebiet, tötet alle Leute, dann kommen die Gegner von hinten. Und das Problem war, dass das, ich meines Erachtens nach teilweise, naja, unfair ist falsch, aber für einen normalen Schwierigkeitsgrad. Ich meine, ich bin nicht der Beste mit dem Controller. Ich bin nicht der beste Spieler. Aber für ein Spiel auf normal, ich meine, es gibt vier Schwierigkeitsgrade. Einfach normal, schwer und, ich glaube, sehr schwer oder gnadenlos, ich weiß nicht, wie das heißt. Aber es gibt mehrere Schwierigkeitsgrade und ich habe den zweiten Schwierigkeitsgrad genommen, normal. Und ich bin so oft gestorben, weil einfach nur dann auf einmal von überall Gegner waren. Überall. Und das ist nicht übertrieben. Überall waren Gegner. Hinter mir, vor mir, über mir, neben mir, unter mir. Überall. Und dann halt auch nicht irgendwie normale Gegner, sondern nein, dann auch noch die Typen mit einem fetten Helm, den man den Helm erstmal vom Kopf schießen muss. Oder das ist das Nervigste. Das absolut Nervigste ist, dass sämtliche Gegner Granaten haben und sämtliche Gegner zielgenau Granaten werfen können. Man kann nicht mal 20 Sekunden hinter einer Deckung bleiben, weil auf jeden Fall dann eine Granate hinter dir oder auf dir oder in dir oder was weiß ich nicht wo liegt. Das ist ein so beschissenes Gameplay. Das Spiel ist bei mir komplett zwiegespalten zwischen richtig, richtig geil und richtig, richtig beschissen. Diese Gameplay-Plassage, von wegen in die nächste Schießerei. Und wie sie dann diese Schießereien aufgebaut haben, von wegen... Das ist... Sorry. Hat mich unglaublich angepisst. Ich meine, das hat man, glaube ich, mittlerweile... Also, was heißt, hat man in ein paar Parts, glaube ich, auch gemerkt. Am Anfang war es noch nicht so schlimm. Aber ich glaube, das hat man irgendwann tatsächlich stark bei mir gemerkt, dass es mich doch enorm angepisst hat, was das Gameplay da gemacht hat. Zwischendurch halt wirklich diese wunderschöne, also zwischendurch Rätsel, wo man mal wieder was anderes machen konnte oder mal kurz nachdenken musste. Und diese Inszenierung. Die Inszenierungen waren genial. Aber die da angestellt haben, ich weiß es nicht. Das wirkte so von wegen so, ja, wir haben ein paar coole Ideen, was Inszenierung betrifft. Oh ja, was machen wir dazwischen? Ja, machen wir Gameplay. Ja, was haben wir denn für Gameplay? Ja, wir haben Schießereien. Okay, machen wir Schießereien. Nein. Nein. Das ist, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, wie ich dieses Spiel bewerten soll. Ich kann das Spiel nicht gut bewerten, weil es halt eine Mischung für mich ist zwischen richtig, richtig geil, richtig guter Inszenierung, gute Story und so weiter und so fort und dem Gameplay. Ja. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Also mir hat das Spiel gefallen und nicht gefallen. Beides. Ich fand,
Also wenn ich jetzt Uncharted 4 ist noch nicht draußen. Ich werde Uncharted 4 spielen, das habe ich ja schon gesagt. Also ich werde Uncharted 4 ebenfalls spielen, klar. Ich habe ja gesagt, ich spiele Uncharted 1 bis 4. Uncharted 1 bis 3 habe ich mir in der Nathan Drake Collection gekauft. Ich muss jetzt aber, wenn ich jetzt ein Fazit schließe über die ersten drei Teile, also die Teile, die erschienen sind, beziehungsweise über die gesamte Uncharted The Nathan Drake Collection, muss ich sagen, der zweite Teil gefällt mir, glaube ich, am besten. Danach kommt der erste. Und danach kommt der dritte. Das wäre nicht so, wenn der dritte Teil gameplaymäßig anders gewesen wäre. Also ich habe... der dritte Teil ist inszenierungsmäßig, glaube ich, tatsächlich fast schon der beste. Also ich meine, ja, im zweiten Teil hatte man den Zug und so weiter und so fort. Der war unglaublich cool und genial, ja. Aber inszenierungstechnisch hat der dritte, glaube ich, nochmal eine gute Schippe draufgelegt. Aber der dritte Teil sinkt unglaublich in meiner Wertung, wegen dem, was ich eben alles angesprochen habe. Also für mich der dritte Teil der, ich möchte eigentlich nicht sagen schlechteste, aber so gesehen doch, ja. Es ist für mich der Teil, der mich am meisten gefrustet hat. Und ja, für mich bis jetzt der zweite Teil auf jeden Fall am besten. Danach kommt, wie gesagt, der erste Teil. Und ja, danach kommt der dritte Teil. Es wird jetzt, ich weiß nicht genau, wann dieser Part hier rauskommt. Dieser Part müsste irgendwann, ja, der Part müsste jetzt irgendwann nächste Woche rauskommen. Ich nehme an, nächstes Wochenende. Also ich nehme an, irgendwie Samstag, Sonntag oder so könnte dieser Part kommen. Oder sogar schon Freitag. Nee, ich glaube, nee, spät. Oder? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es wird bis zum 12. April kein neues Projekt geben. Will heißen, es läuft jetzt, wenn dieses Video fertig ist, es läuft die nächsten paar Tage oder sogar eine Woche oder so, läuft jetzt erstmal nur The Witcher 3. Grund dafür ist, am 12. April kommt Dark Souls 3 raus. Auf Dark Souls 3 habe ich schon unglaublich gewartet. Natürlich, ich meine, wer meine Let's Plays schon länger verfolgt oder meine Livestreams oder was weiß ich nicht was, der weiß, dass ich ein absoluter Dark Souls Freak bin. Bloodborne, Dark Souls, Demon's Souls und so weiter und so fort. Dark Souls 3 deswegen natürlich schon, ich weiß, es gibt es mittlerweile schon, es gibt eine japanische Version, die man dann auch auf Sprachen umstellen kann. Das heißt, es gibt auch Leute, die jetzt schon anfangen, Dark Souls 3 zu Let's Playen. Der offizielle Release ist ab dem 12.04. und ich werde es auch erst ab dem 12.04. spielen. Ich habe es auch vorbestellt in der Digital Deluxe Edition, das heißt auch mit den beiden DLCs, die rauskommen werden. Und ja, das Let's Play wird es geben und es wird auch nicht nur ein Part pro Tag geben, sondern es wird zwei Parts pro Tag geben. Also das heißt, es wird eine Stunde, ungefähr eine Stunde Gameplay geben pro Tag an Dark Souls 3. Ja, so viel dazu. Das heißt also, die nächste komplette Woche, oder ich weiß nicht genau, wie gesagt, wann dieses Video hier rauskommt, aber es wird bis zum 12. April kein zweites Projekt gestartet. Wir bleiben bei Only The Witcher 3. Mir hat das Spiel, ja, wie gesagt, Spaß gemacht, keinen Spaß gemacht, eine Mischung aus beidem. Auf jeden Fall ziemlich cool inszeniert. Ich hoffe, euch hat es irgendwie Spaß gemacht oder vielleicht versteht ihr mich auch nicht, weiß ich nicht. Spielt selbst, ich kann die Uncharted The Nathan Drake Collection an sich nur empfehlen. Die ist ganz cool, drei Spiele für, ja, wie viel kostet die jetzt noch, weiß ich nicht, 50 Euro oder was. Kriegt man drei nette Spiele, die nicht zu lang sind, aber sehr unterhaltsam sind, auf jeden Fall. Ich sage bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit den Videos. Danke fürs Zuschauen. Euer Hedi.